Ladies and gentlemen, please now rise for the national Weltmeistertitel für Deutschland, der erste bei dieser WM. Normalerweise unterbricht man die deutsche Hymne ja nicht, aber dass man hier die falsche einspielt, ist natürlich eine Riesenenttäuschung für diese beiden und ein Skandal, was hier die Organisatoren angeht, dass man hier nicht die Hymne überprüft, die man einspielt. Das ist besonders bitter für die beiden Weltmeisterinnen, aber ja. Hier hat jemand einen Riesenfehler gemacht und offensichtlich sind die Hymnen nicht überprüft worden vom Deutschen Kanuverband. Aber das soll hier natürlich die Siegerehrung für die beiden Weltmeisterinnen nicht schmälern. Congratulations. Ja, das müssen Sie jetzt abhaken. Okay, also Sie sind Weltmeisterinnen, das ist das, was zählt.